Der Weihnachtsbaumverkauf auf dem Uhlandhof in Hattenhofen ist in vollem Gange. Auf den ersten Blick erscheint hier alles normal. Doch das ist es für Besitzer Georg Gallus nicht mehr. Vor knapp 2 Wochen haben dreiste Diebe einen seiner rund 4000 Christbäume über Nacht abgesägt und abtransportiert. Das Schlimme daran, es handelt sich dabei um eine ganz besondere Tanne. Also das ist der Rest vom Baum meiner Bäume. Ich habe ja dieses Jahr einen super Baum gehabt und habe den nach London verkauft. Das ist nicht alltäglich, aber für uns durchaus nichts Außergewöhnliches. Und den haben mir Diebe geklaut. Außergewöhnlich ist dagegen schon der Preis für den knapp 5 Meter hohen Baum. Stolze 1.800 Euro hat ein Kunsthaus aus London für die Tanne bereits gezahlt. Für seinen Kunden hat der Landwirt schon einen passenden Ersatzbaum in Sicht. Trotzdem macht ihm der Diebstahl der Supertanne sehr zu schaffen. Ja, da hat man ein bisschen feuchte Augen. Das ist so ähnlich, wie wenn man als Schäfer den besten Bock verliert oder ein Milchbauer die schönste Kuh im Stall verliert durch einen Klau. Diebstähle auf seinen Plantagen sind für Gallus nichts Neues. Seit 40 Jahren ist er im Geschäft und jedes Jahr werden ihm Bäume geklaut. Wir haben nie eine Anzeige erstattet, aber da haben wir jetzt wirklich eine Anzeige gegen Unbekannt gemacht, weil es einfach der Baum, Bäume war und für uns ein besonderer Baum. Deswegen hat er nun auch die Belohnung zur Aufklärung der Tat erhöht. Also jeder, der mir den Dieb bringt, beziehungsweise den Baum wiederbringt, bekommt 1.000 Euro. Inzwischen ermittelt auch die Polizei in dem Fall. Laut Zeugen waren die unbekannten Diebe zu dritt. Georg Gallus hofft nun auf weitere Zeugen, die den Abtransport der Supertanne beobachtet haben. Sollte die tatsächlich wieder auftauchen, wäre das für ihn ein schönes Weihnachtsgeschenk.